Ophoven. Seit 2011 gibt es ein großes Thema in Ophoven, der Hochwasserschutz. Wie sich damals herausstellte, ist der Damm, der die Ortschaft an der Ruhr eigentlich schützen soll, nicht mehr dazu geeignet. Seither wurden viele Dinge ins Auge gefasst. Aufgrund diverser Einwände der Neubau des abgesagten Dammes auch immer wieder herausgezögert. Allein die Studien um den Bereich des Dammes fliegenden Fledermäuse dauerten gut ein Jahr. Die Tatsache, dass sich die Wochenstube der Wimpernfledermaus im Ruhrtal befindet, half nicht unbedingt bei der Umsetzung des Vorhabens. Nun scheinen jedoch die Weichen gestellt. Der Wasserverband Eifel-Ruhr traf sich am vergangenen Dienstag in der Ophofener Mehrzweckhalle zu einem Gespräch und stellte die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung vor. Demnach denkt man über eine zeitliche Trennung des Dammneubaus bei Ophofen und der Renaturierung der Ruhr im gleichen Bereich nach. Bürgermeister Winkens freute sich, dass es nun Bewegung in der lang anhaltenden Untersuchung gibt. So schön und so wichtig der Schutz der Tierwelt in den Ruhrauen ist, es muss natürlich auch an den Schutz der Menschen gedacht werden, die in dieser Region leben. Der Wasserverband Eifel-Ruhr stellte klar, dass auch die Sicherheit der Menschen flussabwärts beachtet wird. Man darf über die weiteren Entwicklungen in Sachen Hochwasserschutz schon gespannt sein.